Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Phantasis Studio Tutorial. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie ihr euch eure Nasspalette vorbereitet und welchen Nutzen die für euch hat. Also, ihr seht hier, ich habe hier meine Nasspalette. Das ist halt immer ein Gefäß mit einer leichten Vertiefung. Da könnt ihr auch irgendwie eine Tupperdose für benutzen oder irgendeine Art von Schale. Wichtig ist halt nur, sie sollte nicht zu hoch sein. Und ihr braucht halt genügend Platz da drin. Also es sollte auch nicht so Postkarten groß sein, damit ihr auch ordentlich die Farbe darauf verteilen könnt. Also was ich als erstes mache, ich nehme reguläres Küchenkrepp, falte das hier so ein bisschen rein. Das muss nicht super ordentlich sein. Das muss nur irgendwie passen. Und ihr könnt auch gerne mehrere Blatt nehmen, damit ihr eine schöne dicke Auflagefläche habt, die sich dann auch ordentlich mit Wasser vollsaugen kann. Ihr könntet euch das jetzt natürlich auch noch akkurat zurechtschneiden, aber für meine Bedürfnisse muss es immer schnell gehen und deswegen falte ich einfach die Blätter. So, eine Lage kann noch drauf. Alternativ könntet ihr theoretisch auch einen Schwamm benutzen, anstatt Küchenpapier. Das bleibt eigentlich jedem selber überlassen. Ich tendiere eher zu Küchenpapier, weil ich das öfter auswechsle. Diesen Schwamm, da habe ich gerne mal vergessen, den auszuwechseln. Der beginnt dann halt auch irgendwann an zu riechen, was recht unangenehm ist. Als nächstes benutzt ihr Butterbrotpapier. Ja, kein Backpapier unbedingt, weil das in den meisten Fällen beschichtet ist und das funktioniert dann nicht so gut als Nasspalette, weil sich dann so kleine Tropfen und Pfützen auf eurer Nasspalette bilden. Das wollt ihr nicht. So, ich schneide das hier auch nur ungefähr so grob. Drehe das hier nochmal um. So, als nächstes kommt dann ein bisschen Wasser. In den meisten Fällen gehe ich dann ans Waschbecken. Aber hier, um euch das zu zeigen, habe ich jetzt diese Schale Wasser. So. Ihr könnt gerne die Nasspalette komplett unter Wasser stellen. Solange ihr jetzt keine Sauerei macht, ist das alles in Ordnung. Das überschüssige Wasser könnt ihr alles im Nachhinein wieder ausschütten. Und ihr seht, ich mache mit meinen Fingern so von der Mitte ausgehend eine Bewegung nach außen, einfach damit sich jetzt schon dieses Butterbrotpapier glatt zieht und nachher keine Wellen sich bilden. Und ihr seht hier, da ist jede Menge Wasser drin. Die nehme ich jetzt die Nasspalette und schütte das einfach wieder da rein. So. Danach kann man nochmal rübergehen und versuchen, sie so ein bisschen glatt zu streichen. Ach ja, übrigens, ein weiterer Grund, warum ihr eher kein braunes Backpapier benutzen solltet, ist, dass es so ein bisschen eure Farbe verfälscht. Deswegen ist dieses Brotpapier super, weil es halt einfach weiß ist. Euer Küchenkrepp ist auch weiß. Manche nehmen dann halt auch irgendwie einen dunklen Schwamm oder sowas. Ich finde immer, um die Farbe, die man dann später benutzt, richtig sehen zu können, ist einfach so eine weiße Fläche von Vorteil. So, den Restwasser schütte ich jetzt nochmal aus. So. Ziehe das Ganze nochmal gerade mit den Fingern hier immer in den Ecken. So, damit ihr eine schöne Fläche habt. Und ihr seht, es ist wirklich keine Arbeit, wenn ihr eure Materialien hier alle parat liegen habt, dann ist so eine Nasspalette sehr schnell gemacht und sie bietet euch sehr, sehr viele Vorteile im Gegensatz zu einer normalen Palette. Sie hält eure Farbe länger feucht, ihr habt mehr von eurer Farbe und wir wissen ja alle, Games Workshop Farben sind nicht ganz so günstig. Deswegen ist es doch da eigentlich ganz gut, wenn man das meiste rausholt von dem, was man hat. Also ein weiterer kleiner Tipp ist, wenn ihr die Farbe aus eurem Töpfchen holt, nehmt dazu nicht den Pinsel, mit dem ihr später auch noch malen möchtet,
sondern nehmt euch am besten einfach irgendeinen alten Pinsel. Auf jeden Fall kann es passieren, dass ihr, wenn ihr in das Töpfchen reingeht, ein bisschen zu viel Farbe an das Metallstück eures Pinsels bekommt und somit geht er halt relativ schnell kaputt. Deswegen benutzt irgendwas Altes. So, ihr seht hier, ich habe jetzt einfach so einen Klecks auf meine Nasspalette getan. Je nachdem, wie nass die noch ist, ob ihr das ganze Wasser davon runtergenommen habt oder ob ihr da noch kleine Pfützen habt, verhält sich das halt anders. Also ihr seht halt, da wo es feucht ist, ist die Farbe direkt, hat sich ein bisschen verteilt. Da wo es halt nicht so feucht ist, bleibt sie einfach so, wie ihr sie raufgetan habt. Das ist halt einfach nur eine Sache, auf die ihr achten sollt, wenn ihr zum Beispiel später eure Farben auf eurer Nasspalette sortiert. Also jetzt zum Beispiel von hell nach dunkel oder so. Oder einfach eure Farben, die ihr für ein Projekt benutzt, immer irgendwo parat haben wollt. Guckt, dass die Nasspalette nicht zu feucht ist, weil sonst laufen die ineinander und ihr könnt euch eine neue Nasspalette machen. Ja. Ihr seht, die Farbe wird direkt verdünnt, so ein bisschen. Was halt auch von Vorteil ist, weil man sollte niemals mit Farbe direkt aus dem Töpfchen arbeiten. Ich weiß, das ist total verlockend, weil es schnell geht, aber das ist so eine Sache. Verdünnt eure Farbe immer mal ein bisschen. So, jetzt probiere ich das hier gerade mal aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Korax White von Games Workshop ist eine ziemlich gute Farbe, die deckt, auch wenn man sie stark verdünnt. Aber das ist natürlich nicht bei jeder Farbe so. Ihr seht, die Farbe deckt noch nicht ganz. Ich müsste wahrscheinlich noch ein zweites Mal drüber gehen. Aber auf jeden Fall, durch eure Nasspalette bleibt sie feucht. Und ihr habt eigentlich immer die gleiche Viskosität und könnt dann weitermachen.